Was ist denn das für ein Geräusch da hinten? Stört es dich doll, wenn ich zukneife? Ich glaube, die Leute wissen das. Dann 15, Gang 17, 21. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTours TV. Mein Name ist Sebastian, heute ist echt hell. Und deswegen haben wir heute uns auch Folgendes gedacht. Dieses Auto wird zum Cabrio. Aber warum ist die Frage? Ich habe hier Säbelsägenblätter in der Hand. Und das ist so, dass viele von euch nicht glauben, was die Dinger alles aushalten. Ich persönlich habe einen guten Bekannten, der immer meine Autos repariert. Und der hat ein Problem. Der hat so eine Säbelsägenblätter. Und wenn es mal ein bisschen rauer am Auto zur Sache geht, dann nimmt er eine Säbelsäge, so ein Blatt und geht los. Aber er hat nicht so ein Blatt und hat das Problem, nach 1, 2, 3 Schnitten ist das Blatt platt. Und heute will ich euch mal zeigen, wie gut das funktioniert, wenn du richtig gutes Zubehör benutzt. Denn mein Ziel ist es heute, mit einem Blatt hier durchzukommen. Und ich werde euch heute mal zeigen, was so ein Blatt alles aushält. Und denkt dran, wie immer, ihr könnt einen 250-Euro Einkaufsgutschein gewinnen. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist unten in die Kommentare zu schreiben, habt ihr schon mal Carbide-Blätter benutzt und wie sind eure Erfahrungen? Und übrigens, falls ihr euch fragt, warum machen wir das? Weil wir es können. Meine Güte, das soll meine Handschuhe sein? Auf dieses Auto! Gib mal her das Ding. Du brauchst einen Sonntag, ich bin dein Mann. Danke. Das hat schon mal richtig Spaß gemacht, war aber für das Blatt überhaupt keine Herausforderung. Ihr seht ja hier, alles noch in Ordnung. Und falls ihr euch fragt, was für ein Blatt habe ich eigentlich? Ich habe hier ein Bosch Expert Blatt und zwar mit Carbide-Zähnen. Bei diesen Zähnen ist es so, dass sie ewig lange halten, eine richtig hohe Standzeit haben und im Verhältnis zu einem normalen Blatt ist es, nee, man kann nicht sagen, es gibt gar kein Verhältnis zum normalen Blatt, weil damit kannst du zum Beispiel auch eine Bahnschiene durchtrennen. Ein Hinweis, speziell für das Thema Auto und Rettungskräfte gibt es spezielle Blätter, mit denen du zum Beispiel Metall und Glas gleichzeitig schneiden kannst. Das nehme ich heute bewusst nicht. Ich habe hier nur ein Blatt für Metall und jetzt lege ich hier mal richtig los und zeige euch, was so eine Säbelsäge und so ein Blatt halt wirklich kann. Hast du den Faden jetzt? Hast du den Faden jetzt? Mhm. Mein Name ist Sebastian, ich bin auch hier. Vorarbeiten abgeschlossen. Ah, was ist hier los hier? Das ist doch fett. Hier. Aua. Zwei. Eins, zwei, drei. Läuft. Also ging erstaunlich gut.
Wo ist die Hupe hin? Ich habe gerade gesehen, wie leicht man aus so einem Auto hier ein Cabrio machen kann. Aber vor allem habt ihr eine Sache gesehen, und zwar das Blatt hat durchgehalten. Und zwar genau alle Schnitte, die wir hier gemacht haben. Und das ist wirklich das Originalblatt. Ihr seht ja auch, es ist immer nach und nach mehr abgenutzter gewesen. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nehme das Blatt hier mal raus. Sekunde. So. Und das Interessante ist wirklich, das Blatt, so wie es hier ist, ist immer noch nutzbar, ohne Probleme. Das ist wirklich immer noch scharf. Ich habe jetzt hier mal ein nagelneues daneben, mal vom Gefühl her. Ich würde sagen, wir sind hier immer noch bei 80-90% von der Schärfe. Das ist wirklich krass. Und ich habe es ja hier wirklich ein bisschen krachen lassen, ein bisschen um die Ecke und hier und da und habe nicht wirklich aufgepasst. Und was so ein Blatt kann, ist wirklich krass. Übrigens, falls ihr euch für die Blätter interessiert, unten in der Videobeschreibung das Ganze verlinkt. Und achtet für euch wirklich auf gutes Zubehör, denn damit ist genau so etwas möglich. Und denkt dann, schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr dieses Auto findet, wie ihr diese Carbide-Blätter findet, wie sind eure Erfahrungen damit, denn ihr könnt immer noch etwas gewinnen. Und für euch heißt jetzt ran ans Blatt und ans Cabrio und bis zum nächsten Mal.